Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, habe ich wieder einen kleinen Haul für euch und ich war diesmal bei Müller, also Drogerie Müller und bei Aldi Süd. Ja, eigentlich wollte ich noch nach Rossmann, aber das hatte sich dann erledigt und ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich da so ein bisschen jetzt eingekauft habe und ja, dann legen wir mal los. Ich mache jetzt alles irgendwie so, wie ich es gerade in der Hand habe, ne? Weil sonst muss ich ja alles durcheinander machen. Ich brauchte Geschenkpapier und da ich bei Müller drin war, habe ich gedacht, okay, mir rutscht hier was. Tada! Ja, habe ich eine Rolle Geschenkpapier mitgenommen. 1,99, ganz ehrlich, das kriegst du auch günstiger, ne? Deswegen habe ich nur eine Rolle mitgenommen, weil ich dachte mir, boah, das ist mir ein bisschen zu heftig. Da habe ich nämlich jetzt auch noch welche gefunden bei Aldi Süd. Das war jetzt von Müller, Aldi Süd, Casa Deco Geschenkpapier. Früher beidseitig bedruckt, da hast du einmal Regenbogen und einmal auf der anderen Seite so kleine Wölkchen. Ne? Das ist nur ein Bruchteil. Ich glaube, das unter 1 Euro. Unter 1 Euro und guck mal den Unterschied, ne? Von der Größe her, wie viel da drauf ist. Wie viel steht denn da? 3 Meter mal 70 Zentimeter und da 5 mal 70. Ja, hallo. Das ist ein Unterschied. Ne? Da habe ich gerade 2 mitgenommen. Das ist nämlich auch noch von der anderen Seite bedruckt. Frühjahr. Herzlichen Glückwunsch steht auf der anderen Seite. Gut. Auch noch so 1 unter Euro auch beim Aldi Süd. Ne? Ja, dann habe ich mal vom Aldi den Pet-Kaffee mitgenommen. Mein Mann ist ja jetzt auf einem Kaffeetrip, ne? Der hat jetzt angefangen, Kaffee zu trinken. Also habe ich mal die milde Bohne von Amaroy mitgenommen. Naturbild mild 20 Kaffee-Pets. Ich habe den jetzt vom Lidl gehabt. Der schmeckt ihm ganz gut. Und deswegen habe ich gedacht, ach, bringst du auch einmal den mit. Mal gucken, ob er den auch mag. Und da ich im Moment ja faste, habt ihr ja schon wahrscheinlich mitbekommen, habe ich mir mal mitgenommen, so Wild Snack Co. 207 Kilokalorien. Kartoffelchips, Paprika und Tomate. Ab und an will man sich ja auch mal was gönnen. Und da hat jetzt dieser eine Beutel 40 Gramm 207 Kilokalorien. Und das ist ja nix, ne? Fett 12 Gramm. Also das ist okay für so mal einen Snack zwischendurch. Weil sonst isst man ja mal eben so eine große Tüte Chips. Ne? Das muss ja auch nicht sein. So, dann vom Aldi. Ich brauchte Weichspüler. Da habe ich mal von Tandil Pure Cotton Premium Weichspüler für das behagliche Gefühl sandweicher, frisch duftender Wäsche mitgenommen. Für empfindliche Haut. Ja, ich kriege manchmal so Stellen, die jucken. Und deswegen für empfindliche Haut, das riecht richtig gut. Das habe ich da mal mitgenommen. Dann hatten sie das auch jetzt im, ich glaube in der Aktion beim Aldi. WC Duft, habe ich Lidl gesagt? Ich weiß es nicht. Ich war im Aldi Süd. WC Duftjuwelen. Ich brauchte Toilettenhängedinger. Deswegen habe ich die mitgenommen. Und ich mag das, wenn das so blaues Wasser macht. Jo, 2 Stück. Dann habe ich mir noch ein paar Blumen satt. Aussehtüten geholt, wo ich glaube, jetzt ist es aber genug, weil ich glaube, ich kann die nächsten 3 Jahre noch aussehen. Von Gardenline Sommerblumenmischung. Das ist einmal die. Ich mag das und ich streue das einfach auf meine Balkon. Ich streue das einfach auf meinen Balkon, genau. Nein, auf die Blumenkästen, in die Blumenkästen rein und dann, ja. Habe ich noch eine Sonnenblumenmischung mitgenommen? Die halten ja auch ein paar Jahre. Ne? Die sind jetzt haltbar bis 12.2022. Also falls es nicht dieses Jahr machst, machst du es nächstes Jahr. Ne? Und Astern, Straußenfeder. Ja, weil ich muss halt immer gucken, da hinten wird es unheimlich heiß auf dem Balkon. Mal so eine Sache. Ja, dann brauchte ich... oh nein. Mein Ei ist kaputt, Digga. Ja. Oh, und das muss ich gleich kleben. Ja, da kommt gleich einfach ein Tesafilm drüber. Das ist aber scheiße, das ist mir gerissen. Oh, ich brauchte so ein kleines ja, Nestchen für meine gefärbten Eier.
weil ich wollte meine Eier färben. Also nicht meine Eier. Kann ich auch gar nicht. Ich wollte Eier färben und da kommen die dann immer rein. Die nehme ich mal so für ein Jahr, dann kannst du das auch wegtun. Ne? Na gut, da kommt dann gleich Tesafilm drüber. Kommt nach hinten an die Wand, wo es keiner sieht. Ja, dann habe ich noch Optiwisch-Schmutz-Radierschwämme mitgebracht. Die habe ich immer gerne. Zu Hause sind 6 Stück drin. Die hatten sie da auch im Angebot. Die Schmutzschwämme sind genial, ne? Die helfen gegen jeglichen Dreck und Schmutz, der irgendwo dran bappt, den du sonst nicht abkriegst. Sind diese Dinger wirklich spitze. Dann noch mehr Gedöns. Genau, von Casa Deco, ne? Das ist ja die Eigenmarke da von Aldi Süd. Maxi-Lichte, 10 Stück in Weiß, hatten sie auch da. Und es ist jetzt halt noch die Zeit, finde ich, für Kerzen. Auch im Sommer kannst du Kerzen anhaben. Gibt auch mal Tage, die nicht so schön sind. Da brennen dann auch mal Kerzen bei uns. Ja, dann habe ich noch Klopapier mitgenommen. Ich brauchte eh Klopapier und das fand ich echt lustig. Softstar, das ist von Müller. Absoluter Überflieger. Toilettenpapier. Warte, komm, wir machen das mal auf. Da sind Erdmännchen drauf. Riecht er da? Ja, da duftet. Oh, da duftet. Zart duftendes Toilettenpapier. Ja, und da sind kleine Erdmännchen drauf. Erdmännchen sind doch süß, oder? Sind Erdmännchen nicht geil? Ich finde die süß. So. Lokospapier auch fertig. Dann. Oh. Guck mal. Da habe ich noch ein Blumen. Blumen, wo kommst du denn her? Ich habe dir bei Müller mitgenommen. Genau, Schöngesicht. Weil der Name wirklich auch wieder geil war. Schöngesicht, Mischung hoher Sorten. Und dann reicht es wirklich mit den Blumen dieses Jahr. So, dann habe ich mir von Müller mitgebracht. Von Terra Naturi, das ist Naturkosmetik, eine Vitaltuchmaske. Also ich gehe mindestens immer aus der Drogerie mit einer Maske wieder raus. Ja. Vitaltuchmaske reduziert die Faltentiefe nachweislich. Das ist einmal die hier mit, ich sage ja immer gerne Pommegranate, das ist Granatapfel. Und dann habe ich mir noch eine mitgebracht, auch von Terra Natur, Rico Natur Kosmetik, eine Hydro-Tuchmaske. Duo Hyaluron und Algenextrakt, feuchtigkeitsarme Haut. Das andere war für reife Haut. Ja, ab 42 bald oder jetzt oder so kannst du dann schon sagen, reife Haut, ne? Jo, dann habe ich noch mir mitgebracht. Ja, ich teste ja, da bin gerade noch, oder ich weiß nicht, ob es schon fertig ist, Haarmasken teste ich natürlich in einem Video. Und da habe ich mir mal 2 von Müller mitgebracht. Das ist einmal Aveo Prachtstücke, reparierende Haarkur, Reismilch und Honig. Reparatur und Glanz mit wertvollen Reismilchextrakt und Honig. Für geschädigtes und strapaziertes Haar. Das ja, sanft ins feuchte Haar massieren, gründlich ausspülen. Das lasse ich immer meistens über eine Minute drin. Also macht die Haare total klasse. Im Moment finde ich diese Masken genial. Ich benutze sie nicht jeden Tag, aber mindestens so, ja, zweimal die Woche schon. Und noch von Aveo Prachtstücke feuchtigkeitsspendende Haarkur mit Kokoswasser und Aloe Vera für trockenes Haar. Auch noch eine Kur. Bin ich auch mal gespannt. Teste ich natürlich mit euch zusammen, ne? So ist das nicht. Und brauchte noch ein Spülmittel. Und deswegen habe ich mir eins mitgenommen. Es hat mich irgendwie vom Packaging total angesprochen. Deswegen habe ich das mitgenommen. Now, für die Zukunft. Auch von Müller, 99,4% biologisch abbaubare Formel, ohne Mikroplastik, reinigt dein Geschirr gründlich und ist umweltfreundlich. Handspülmittel, Zitrusfrucht. Ja, riecht sehr angenehm zitronig, aber nicht irgendwie so klozitronig, wisst ihr? Nein, damit spüle ich mein Geschirr gerne. Das Beste an mir ist, du, mit pflanzlichen Wirkstoffen gegen Fett. Besonders sanft und auch für empfindliche Haut geeignet. Mit erfrischendem Zitrusduft, der dich aufweckt. So, für die Zukunft. Now, naturverbunden aus Liebe zu unserem Planeten. Ohne Mikroplastik, weil das Zeug hunderte von Jahren nicht zerfällt. Wiederverwertbare Verpackung, damit die Müllberge sinken. Recycle mich. Mach weiter. Sei nicht schüchtern. Mach mich nackig. Also muss ich hier das abziehen.
Zuerst entfernst du meine Hülle. Der scharfe Body kommt in den Recycling-Sack. Also in den gelben Sack. Ja. Übrigens bestehe ich zu 100% aus Altplastik und vegan, dermatologisch getestet, geringe Auswirkungen auf Gewässer, hergestellt in einer zertifizierten 0% Müllanlage. Jo, da tja, bin ich mal gespannt, wie dieses Spüli so ist. Na, ich wollte da so beim Spülmittel oder bei den anderen auch wirklich da mal so auf die Natur achten. Und ich hatte ja jetzt schon mal ein Spülmittel, was du da in den Tonne hauen konntest. Aber das Spülmittel, was ich jetzt habe, das ist auf jeden Fall klasse. Das ist, das hatte ich auch schon in einem Haul gezeigt. Und das benutze ich gerade. Und das ist wirklich super. Real Nature? Auf jeden Fall von Rossmann. Ja, und dann habe ich mir noch mitgebracht aus dem Lidl, weil ich möchte gerne ein Lacura, soweit es mir möglich ist, ein Lacura Full Face Make-up mal mit euch zusammen schminken. Und ja gut, es gibt jetzt nicht so viel. Es gibt Mascara, es gibt Foundation, dann gibt es noch ein Kompaktpuder für einen ebenmäßigen, samtig matten Ton. Ich habe jetzt natürlich die hellste Farbe genommen, transparent, um halt das Gesicht zu setten und alles. Den Rest mache ich natürlich mit anderen Produkten. Und dann habe ich noch das Rouge mitgebracht für einen frischen und strahlenden Ton in Soft Pink. Und ich habe natürlich auch noch die tollen Lidschattenpaletten davon. Und da möchte ich echt so gerne einen super Look mitschminken. Ich denke, das bekommen wir zusammen hin, meine Lieben. Das war mein kleiner, ja, aber feiner Haul. Klein ist gut, mein Tisch steht voll. Das war mein Haul, meine Lieben. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, dann ja, verpasst ihr kein Video von mir und werdet immer natürlich angepiepst, wenn ein neues Video von mir erscheint. Meine Lieben, da bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann ihr mich auch immer schaut. Bleibt gesund, meine Lieben. Falls ihr das nicht seid, dann werdet ganz schnell wieder gesund. Kommt auf die Beine und ja, ich sage bis zum nächsten Video. Ich freue mich jetzt schon, weil, wer hätte es gedacht, es macht mir einen Riesenspaß. Und meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.